Hallo, wir starten heute mit einem kleinen Versuch. Und zwar, wir haben wieder unser Glas mit Eiswürfeln. Dann hier ein kleines Stöfchen mit einem Teelicht, wo ich eine Kerze reinstellen kann. Und oben könnt ihr eine Glasschüssel oder ein Glas draufstellen. Ich zünde als erstes jetzt mal das Teelicht an und stelle es unten in das Stöfchen. Und dann gebe ich mit dem Löffel zwei Eiswürfel drüben in das Glas. Und dann kannst du schon mal vermuten, was passiert. Das wird dir nicht schwerfallen, aber du sollst auch erklären, warum das so ist und eine Begründung finden. Du hast dazu deinen Forscherbogen und den sollst du dann ordentlich ausfüllen. So, ihr Lieben, jetzt sind 5 Minuten vergangen und man sieht schon, ich zoome mal ein bisschen rein, es beginnt schon zu schmelzen. Das heißt, aus dem festen Eis wird flüssiges Wasser. Wir warten weiter. So, jetzt ist eine Dreiviertelstunde vergangen und ihr seht schon, hier in der Mitte ist nur noch ein kleines Stückchen von dem Eiswürfel. Der Rest ist schon absolut flüssig. Das heißt, der Aggregatzustand des Wassers hat sich verändert von fest nach flüssig. Ich lasse das Stäbchen jetzt einfach mal bis heute Abend stehen und zeige euch dann, wie es weitergeht. So, ich hatte das Teelicht jetzt 4 Stunden brennen und ihr seht schon, es ist alles flüssig in dem Glas. Und wer ja genau auf den Pegelstand des Wassers geachtet hat, der wird niedriger. Das heißt, was ist jetzt passiert? Einige von den Wasserteilchen haben sich schon wieder verändert und zwar haben die ihren Aggregatzustand von flüssig nach gasförmig verändert. Woran liegt denn das? So, wir schauen nochmal zurück. Jetzt sind noch 2 weitere Stunden vergangen. Wir erinnern uns, wir hatten die 2 Eiswürfel drin. Die wurden von fest nach flüssig durch Schmelzen zu Wasser. Und nun ist das Wasser als Wasserdampf verdunstet. Und es ist nur noch ein ganz kleines bisschen restliches Wasser drin. Der Rest ist als Wasser, Dampf in unsere, normale Luft aufgestiegen. Und ihr seht, es da auch schon richtig dampfen. Da kann man den Wasserdampf schon ein bisschen sichtbar machen. Das heißt, der Eiswürfel hat alle 3 Zustandsformen durchlaufen. Fest, flüssig, gasförmig.